2021. Es wird ein Filmkonzert werden. Unser Filmer Matthias Will nimmt uns auf. Und wir freuen uns sehr, dass Simin Sarawati aus Berlin unser diesjähriger Gast ist und uns bei diesem Konzert mit viel Inspiration bereichert. Dankeschön. Thank you.
Thank you.
Ich mache jetzt auch eine kleine Begrüßung. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ich bedanke mich bei Tonart, bedanke mich bei Blurred Edges, dass wir das hier machen können, was wir machen. Wir haben uns heute getroffen und kennengelernt und geprobt und ausprobiert und experimentiert. Und das ist ein Teil unseres Ergebnisses. Ich habe schon ein persisches Gedicht gesungen, das war Purse Sedor. Und den Kernvers übersetze ich mal. Chubishna Visukhane Akhledin Magukechathaus. Wenn du die Worte aus meinem Inneren hörst, dann sag nicht, dass sie falsch sind. Sochan Shinos Nei Jonana Chata Injost. Du bist nicht Kenner des Wortes und du kannst mein Inneres nicht sehen. Und hier liegt der Fehler, mein Schatz. Wir werden uns jetzt nochmal umbauen und den Flügel etwas zur Seite nehmen, den ich sehr liebe. Meine erste Liebe war nämlich der Flügel und meine zweite Liebe waren die persischen Gedichte. Und bevor ich das nächste Gedicht, was ich gleich singen werde, übersetze, bauen wir uns jetzt erstmal um und nehmen den Flügel raus aus dem Bild. Das erste Gedicht, das war von Hafiz, was ich gesungen hatte, jetzt aus dem 12. Jahrhundert. Jetzt kommt ein Gedicht von Nezomi aus dem 11. Jahrhundert. Nezomi schreibt, Bichore dili ke unalorat yori. Traurig jenes Herz, das keine Liebe hat oder keine Geliebte oder keinen Geliebten hat. Biori ubi kassist muske kori. Es ist schwer zu leben und auch schwer zu arbeiten ohne Liebe. Injekto sedamro ke bejon natron yort. Diese zwei, drei kleinen Momente, die man nicht so richtig festhalten kann. Wenn du ein Herz hast, dann sei nicht ohne Liebe oder ohne einen Geliebten oder eine Geliebte. Persische Gedichte zu übersetzen ist nicht so einfach, aber ich mache es trotzdem und hoffe, dass ein kleines bisschen vom Inhalt trotzdem rüberkommt. Aber im Original sind es natürlich am schönsten. Und ich finde es besonders schön, dass ich sie mit euch hier zusammen auch präsentieren darf. Also wie der Dorn. Oh.
go yelling after the oldie video. Thank you.